Ja, da bin ich wieder. Ich glaube, jetzt sollte die produzieren. Ja, jetzt hat die Partikel auch an sich. Und hat Lava gefressen übrigens. Okay, das heißt, ich muss Lava immer nachfüllen. Wie voll ist das? Oh. Ich habe es jetzt gerade erst umgebaut und sie ist noch nicht mit nichts verbunden. Ich habe keinen Star, One of the Forest. Damit. Warte mal, hä? Ich kann rein. Hi, Schweinebäckchen. Hä? Und dann kommt Hyrox eigentlich wieder. Steht im DC. 9 Tage. 9 Tage noch? Ja, 30. Okay. Alter, jetzt ist es voll geil. Aber ich kann ihn nicht mit dem Mana Pool verbinden. Du musst ihn mit dem Spreader verbinden. Alter, ich kann ihn bloß wie jede Blume. Scheiße, wir hätten ihn woanders hinsetzen sollen. Du kannst ihn noch abbauen und zum Beispiel hier hin platzieren, aber verliert sie ihr Mana. Das ist ja nicht so schlimm. Du musst dir gerade nämlich kurz mal nach überlegen, ob die genauso sich verhält wie die Wasserblume. Und ja, tut sie. So, na dann friss Mana Blume. Versuch mal im Takt, weil. Tag ist gerade, fuck. Weil ich meine, die ist ineffektiver bei Regen. Abwarten. Ich meine, es war so noch ein Clou mit dabei, den man nur über die Wiki rausfand, dass die Feuerblume ineffektiver bei Regen ist und die Wasserblume dafür effektiver bei Regen. Es kann jetzt aber auch sein, dass sie es in der neueren Version weggemacht haben. Das ist was in der 1.7.10 war. Da weiß ich auf 100%, dass das der Fall war. Ich weiß nur, dass die halt jetzt auf 5 Minuten Cooldown hat. Bis sie wieder produziert? Ja. Boah. Aber die muss halt wohl ordentlich Mana produzieren. Ich habe ja auch für das Ding gerade ordentlich hier Runen verballert. Mach mal eine große Arcana. Die braucht nur eine Rune of Mana von den Runen. Ja. Rune of Mana ist die einfachste. Ja, ich weiß, aber... Du hast keine Rune of Mana. Nee, die habe ich ja schon verballert. Für die Blume. Was für die Blume? Die rosa Arcana ist halt wirklich stark. Rosa Arcana. Ja, es ist deswegen Experience. Ich habe eine Mobfarm, die XP abwirft. Macht meine mittlerweile auch unten, aber nee. Nee, das ist mir dann wieder zu kompliziert. Ich habe 151 Level dabei. Nee, ist gut. Lass das mal jetzt so sein. Jedenfalls mach ich mir mit hier bei dir später eine rosa Arcana und stell sie dir auf, wenn ich irgendwie was aus Mana hergestellt haben will. Oh, scheiß Drecks-Endermänner, ey. Schön. Die sind ja aggressiv wegen dem Regen. Ja, aber also, die machen mir halt auch die Felder kaputt. Gibt's eine. Draconic Hoe? Nee, gibt's nicht gerade, oder? Was habt ihr eigentlich jetzt alles so? Oh, wenn du wüsstest, wir sind schon zu 90% durch. Nee, uns fehlt noch das Beneath für Schönbauen und das End. Wow. Aber wir sind mit dem Questbuch zu 50% bis 60% fertig. Vor allem nachdem wir endlich ins End können, ermöglichen sich mir halt 100 neue Möglichkeiten, weil ich ab dem Moment dann RF-Tools machen darf, komplett. Weil vorher lohnt sich das nicht, weil ich keine Dimension-Bilder bauen kann, weil ich nicht in meiner eigenen Dimension kreieren kann. Es wird noch keine reine Diamantendimension für mich.
Wie weit ist Melvin eigentlich? Der hat seinen Spaß mit DecoCraft. DecoCraft, ne? Und mit Chisel und Bits natürlich. Sollte aber ein bisschen aufpassen. So, jetzt sind die anderen Blumen auch verbunden. Die waren nämlich ohne verbunden. So, ja, jetzt heißt es abwarten. Aber. Bau! Ey, Arschloch! What the fuck, wie seltsam fliegt denn das Stück Fleisch? Ja, das wollte ich hier rein. Aber. Das war noch Kompressschweine. Ja. Warum ist da so ein Schweinebacken? Ja. Ich nehme die Scheiße mit, wenn du willst. Kannst du gerne machen. Ich klaue mir einfach ab sofort mal bei dir die Scheiße, der Hühner. Aber genau, so ist richtig. Tyrox, also du müsstest mal ein bisschen lauter reden, dass die Leute dich auch hören. Ich weiß nicht, ob die dich hören oder nicht. Oh, wir sind auch nicht mal im richtigen Channel dann. Auch das ist nie so wild. Ach so, ich nehme gerade auf. Ja. Ich habe bis jetzt, bis auf einen Abend, habe ich jeden Abend aufgenommen. Ja, ich dachte, ihr werdet jetzt mal offscreen, aber... Nee, dann würde ich nicht so über Botania reden. Hast du dir eigentlich deine Tiny Potato mal richtig angeguckt? Hast du dir das gegeben? Ja. Weißt du, was ich auch gut finde? Guck dir das mal an. Was sie jetzt hier auf der Seite hat. Aber hier, guck mal in mein Gesicht. Ich bin auch eine Potato. Nee, bei mir hast du sie nicht an. Hä? Musst du einmal abnehmen wieder. Jetzt. Lol, okay, ist ja total bad. Das finde ich aber immer noch am besten, wie das Ding aussieht da an der Tiny Potato. Mit dem Schwert, ich weiß. Nee, ich habe die Achse dran gehangen. Warte, ich gucke gleich. Das bringt mich doch schon wieder auf Ideen. Aber komischerweise, die Achse, das ist... Die Achse sehe ich gar nicht. Okay. Aber ich gehe Melvin jetzt seine Potato verschönern. Der Knochen ist unter der Potato und sieht von der Seite aus wie Pümmel. Hä? Ich sehe den nicht. Warte. Setz mal den Knochen daran. Auf welcher Seite? Ah, jetzt sehe ich es halt eben nicht. Siehst du den schwarzen Knochen? Nein. Oh, das ist ja scheiße. Jetzt sehe ich beide. Jetzt sehe ich auch den schwarzen, na gut. Hä, hey, was hat Melvin hier gemacht? Achso, Bits oben drauf gesetzt. Ja. Ich habe mich gefragt, wieso ich die Bits nicht da rausnehmen kann. Ja, der hat seinen Spaß. Der hat mir meinen coolen C3PO dahingesetzt. Das fetzt. Und da hat mir eine Wurst hingehangen. Oh. Oh. Ja. Finde ich gut. Und die ist halt symmetrisch. Perfekt. Aber das sieht doch richtig geil aus. Vor allem, pass mal auf. Ach, hast du schon rausgefunden. Oh, wow. Aber Melvin hat hier auch noch ein bisschen Deko-Arbeit geleistet, wie man sieht. Ja. Vor allem das... Tyrox, bei dir sind alle gestorben auf der Insel. Vor allem das hier war meine Idee. Oh. Die darf ich mal weg. Das ist alles gestorben bei mir? Alles. Die stehen haufenweise Skelette herum. Was und liegen. Und sitzen. Okay. Ich und Ike sitzt auch sofort im Rollstuhl. Oh, das ist geil. Ja.
Und wir haben auf deiner Mob-Farm auch ausgeleuchtet, weil ja, das war ist andauernd was gespawnt. Ja, gut. Das war gefährlich. Wir haben mittlerweile alle bis auf Melvin, glaube ich, Creative Fly. Tyrox hat's auch noch, ne. Ja, aber der ist gerade nicht da. Der ist auch faul. Ey. Ja? Oh komm, sonst musste Melvin immer leiden. Heute bist du mal dran. Wo ist Melvin eigentlich? Dreimal darfst du raten. Ja. Das ist, seitdem Tyrox nicht da ist, gammelt der lieber in dem RP-Projekt ab. Tyrox muss jetzt wieder kommen. Ja. Ja, sag das mal meinen Eltern, das ist viel zu lang. Sie machen jedes Mal 3 Wochen Urlaub. Vor allem, ich habe heute was zugeschickt bekommen von dem RP-Server aus In-Game-Chat, wo es Out of Roleplay war, wo... Ja, was werde ich dann nach der Aufnahme sagen, weil das doch ein bisschen zu krass ist, was da abläuft. Ich sage nur, das ist ein richtiger Diktatoren-Server. Da ist, darfst du keine eigene Meinung haben. Oh, Balui! Balui! Ach, das spielt der auch mit? Nein, zum Glück nicht. ich weiß es nicht, aber ich denke es mal eher weniger. Aber da führt sich jemand auf wie Balui. Ja. Aber das sage ich danach, oder ich kann es euch danach der Aufnahme zeigen. Ich schicke euch das dann einfach zu. So. Ich wollte jetzt noch machen. Ich will das scheiß Elfenportal haben. Ich brauche Mana. Ach nee, ich muss jetzt doch ein bisschen Mana verballern. Wo? Du könntest dir auch Terrastil-Hühner züchten. Yeah. Die legen ein Terrastil alle 70 bis 140 Minuten. Ja, ich weiß, aber guck mal aus, was für Kreuzung das besteht. Enderperl und Prismarin. Netherwarzen und... Oh, an Netherwarzen kommst du, glaube ich... Kommst du gar nicht dran. Nee, an Netherwarzen-Huhn kommst du nicht dran. Warum? Dafür brauchst du das Nether-Quarz-Huhn, was nur in der Hölle spawnt. Ja gut, aber Netherwarzen habe ich 3 Stück. Die könnte ich auch mal anbauen eigentlich. Ja, die Hölle ist auch noch nicht freigeschalten. Wann kommt die denn mal? Das wird das erste Portal sein, was ich frei mache. Das sollte mal so langsam kommen. Ja, immer mit der Ruhe. Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Doch. Die synthetisiere ich mir. Das und das. Ne, warte mal, den Magnet drin will ich noch nicht haben. Den wollen wir noch nicht haben. Ja, und wieder 13 Netherwarzen. Ist eigentlich noch irgendwas auf dem Ark-Server passiert? Nö, da bin ich auch der Einzige, der noch spielt. Weil Tiger ist ja bei Sascha auf dem DC gejoint, um beim RP-Projekt mitzumachen. Und naja, ist. Ja, die fährt auch noch nach Mexiko irgendwann. Ja, wenn. Nächste Woche, glaube ich. Und seitdem. Du weg bist, ist halt auch mit bei dem RP-Projekt und ist dort Melvin sein Haustier. Ja. Nicht so wie du denkst. So, ich wollte Sand, Glas herstellen. Genau, ich brauche ein bisschen Mana. Schade, dass es keine Pflanze gibt, die Sugarcane isst. Oh, das wäre nice. Oder? 1200. Wobei, es gibt doch eine, die... Aber 120.000, meine ich. Es gibt doch eine, die futtert Weizen. Nicht, dass ich wüsste. Ach nee, Steak, Apfel und Brot. Na, Brot ist doch easy peasy. Ich glaube, ich habe ein DC. Wasser und Feuerrune. Ah, da muss ich wieder Feuerrune herstellen. Bin ich noch auf dem Server? Ja. Jetzt nicht mehr. Okay, warum ich auch immer jetzt geflogen bin. So.
hat mich so gut wie gar nichts gekostet. Das ist sehr schön. Wo haben wir es denn da unten? Und eine Mana. Welches Level ist jetzt überhaupt? In Ark? Nicht so weit. Ich glaube 75 oder 76. Ne, 78. Weil ich bloß einmal am Tag drauf gehe, um kurz Fleisch zu farmen, Tiere füttern. Eure Tiere brauche ich ja komischerweise nicht füttern. Ihr verliert keinen Hunger, oder? Genau, außer man bewegt sie. Melvin seine genauso. Ja, gut. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Warum? Na, vielleicht, die Entwickler das so eingestellt, weiß ich nicht. Weil die... Nee, das wäre ja dann scheiße. Na halt, während die Owner von diesen Tieren irgendwie offline sind oder nee, so. Nee, es geht ja darum, es soll ja, es ist, Ark ist halt eher so ein Multiplayer-RP-Game. Und da wäre das ja scheiße, wenn die Tiere keinen Hunger verlieren. Weil die Tiere sterben, dort hieß es ja, aufziehen und sterben. Wie im Real Life. Du verlierst ja auch dein, also wenn du offline bist, verliert dein Charakter ja trotzdem Hunger. Das ist ja das Seltsame. Okay. Dann musst du Tyrox auch andauernd füttern. Nö, dem lege ich nicht rein. Das, die Tiere fütter ich ja halt gar nicht, das ist es ja. Gut, ich hab mir jetzt noch was gecraftet. Weißt du, Tyrox verhungert einfach die ganze Zeit und seine Leichen, die dadurch entstehen, füttern einfach die ganze Zeit die Fleischfresser. Das glaube ich auch mittlerweile. Das ist voll logisch. Okay, glaube ich. Das sieht aus wie ein Penis, was hier gewachsen ist am Baum. Gut. Ja, erstmal Aufnahme beenden.